Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Circuit Tipps und Tricks Serie. Heute schauen wir uns an, was ihr mit Sample Flip machen könnt. Was ist Sample Flip überhaupt? Obwohl die Circuit Rhythm Spuren monophon arbeiten, könnt ihr jedem Step einer Spur ein eigenes Sample zuweisen. Dadurch habt ihr die Möglichkeit, wirklich interessante Beats und spannende tonale Sachen zu kreieren. Diese Arbeitsweise nennen wir Sample Flip. Und ihr habt genau zwei Möglichkeiten, dieses Feature zu nutzen. Per Live-Recording oder per manuellem Zuweisen. Wir schauen uns erstmal Möglichkeit 1 an. Das heißt, ihr nutzt Sample Flip via Live-Recording in der Sample-Ansicht. Dafür aktiviert ihr Record, drückt Play und dann spielt ihr Sample Pads an und diese werden sofort entsprechend aufgenommen. Die so eingespielten neuen Samples leuchten lila. Ihr konntet sehen, dass ich während der Aufnahme ohne zu stoppen zu neuen Spuren gewechselt habe. Auf der Snare-Spur habe ich perkussive Elemente dazu aufgenommen und die Bass-2- und Chord-Spuren habe ich danach auch noch etwas aufgepeppt. Jetzt zu Möglichkeit 2. Ihr könnt Samples manuell Steps zuweisen. Ihr haltet ein Sample-Pad, das ihr einfügen wollt, gedrückt und wählt dann oben den Step aus, auf den es eingefügt werden soll. Und das war's schon. Die so eingefügten Samples leuchten auch lila. Wenn ihr viele Samples aufgenommen oder zugewiesen habt und einzelne gerne wieder löschen wollt, drückt ihr einfach ein Sample Pad und oben wird euch rot angezeigt, wo ihr es eingefügt habt. Löschen könnt ihr, indem ihr die entsprechenden Steps einfach drückt. Sample Flip ist ein intuitiv einsetzbarer, kreativer Türöffner, egal welchen Musikstil ihr produziert. Das war's für heute von mir. Wenn ihr Fragen oder Tipps für die Community habt, schreibt sie bitte in die Comments. Wir freuen uns immer darauf, von euch zu hören. Viel Spaß beim Sample-Flippen, Beatmaking und Produzieren. Danke fürs Zuschauen und bis bald.